Es sind 30 Grad und da denken sich viele Leute, ab zum See und rein ins kühle Nass. Das Problem ist nur, immer mehr Menschen in Deutschland ertrinken. Laut DLRG sind 2018 knapp 25% mehr Menschen ertrunken als 2017. Und da frage ich mich tatsächlich, könnte ich jemanden retten? Wenn jetzt hier jemand ertrinkt. Sind wir bald da? Nee, scheiße. Könnte ich das hinkriegen? Boah, es ist kalt. Eieiei. Oh Gott. Also Punkt 1, ich fühle mich wahnsinnig unwohl. Punkt 2, ich bin lahm wie eine Schnecke. Punkt 3, ich habe keine Technik. Das ist lebensmüde, wenn ich jemanden retten wollen würde. Für den und für mich. Also die nächsten Wochen wären einfach beschissen. Denn der Plan ist, dass ich am Ende dieses Films jemanden aus einem See retten soll. Ich? Also jeder, der das eben gesehen hat, weiß, not gonna happen. Außer vielleicht mit einem guten Coach. Wie Robin Backhaus. Personal Swim Trainer, deutscher Meister, Olympiateilnehmer und ein Rettungsschwimmabzeichen hat er auch. Hallo. Ariane, so gut wie nicht Schwimmer. Robin, hallo. Hallo. Schwimmer. Ja, da sind wir schon beim Thema. Ist es überhaupt möglich, wenn ich so gut wie nichts kann, dass ich jemanden retten könnte? Also, es ist auf jeden Fall möglich, weil man hatte in diesem Moment einen Adrenalinschub. Ja. Und der lässt einen ja zu mehr befähigen, als man eigentlich normalerweise in der Lage ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du natürlich selber schwimmen kannst und dass du dich kontrolliert über Wasser halten kannst. Ja. Und da kann man ja dran arbeiten. Okay, ich höre es schon raus. Training. Okay, dann gehst du mal ins Wasser und wir gucken uns mal an, wie das aussieht. Ah, okay. Ich bin... Besser, als ich gedacht habe. Aber es gibt noch Luft nach oben. Zum Retten, da brauchen wir einen schönen Beinschlag. Ach. Der ist erstmal ganz, ganz gut. Auf jeden Fall wäre es wichtig, dass du regelmäßig atmest und eben nicht die Luft anhältst, weil du willst ja selber auch nicht dann untergehen. Ja. Und dafür brauchst du ja Luft. Das ist, sagen wir es wie es ist, das ist meine Priorität. Atmen, atmen. Ich glaube, das kriege ich hin. Aber wie das Retten im Wasser konkret funktioniert, davon habe ich noch keinen Plan. Robin, Schwimmen ist ja eine Sache, abschleppen eine andere. Wie schleppt man denn so ab? Das wollte ich dir jetzt mal zeigen. Robin zeigt mir die sogenannte Schlepptechnik, die die Wasserwacht und andere Profiretter anwenden. Ich werde unter deinen Achseln greifen, von hinten. Ich habe gerade geduscht. Okay. Mach was. Das Schockierende ist, dass ich jetzt mich schneller fortbewege, als wenn ich selber schwimmen würde. Das ist peinlich für mich. Und gleich wird es eventuell noch peinlicher. Dann probiere ich das nämlich selber aus. Ach du Scheiße. Du musst schon schwimmen. Oh Mann, okay. Robin, oh Mann, wenn ich selber untergehe, dann ist doch... Ich kann das gar nicht. Robin, es ist unmöglich. Ich schaffe noch nicht mal einen Meter. Das wär's gewesen. Also 93 Kilo Mann Robin krieg ich mit dieser Technik nicht vom Fleck. Zum Glück kann man es aber auch anders machen. Und zwar so. Das ist ja angenehm. Der Kopfschleppgriff kriegt von mir deutlich mehr Punkte auf der Komfortskala. Die Umsetzung ist allerdings tricky. Ruckartiges Ziehen oder Drehen am Kopf kann schmerzhaft oder auch gefährlich sein. So? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott, wir werden alle untergehen. Okay. Oh, das läuft. Dass der Ertrinkende hier sehr flach im Wasser liegt, macht das Schleppen einfacher, munkelt man. Für mich ist es trotzdem mega anstrengend. Aber mit dieser Bauchmuskelübung kann ich dafür auch ohne Partner trainieren. Okay. Also jeder Spitzensportler braucht ja einen Trainingsplan. Wie sieht meiner aus, wenn ich das in 4 Wochen hinkriegen möchte? Also ich würde sagen, 3 Mal in der Woche 20 Minuten schwimmen gehen und diese Übung immer wieder mit einbauen, dass du dich auf den Rücken legst und dieses Abschleppen simulierst. Und dann schaffe ich das. Das denke ich schon, ja. Immerhin ist Robin zuversichtlich und ich starte mein Training im See und auch zu Hause. Robin will, dass ich zusätzlich Bauchmuskeltraining mache.
ätzend. Naja, Leute retten ist eben kein Ponyhof. Aber woran liegt es eigentlich, dass so viele Menschen ertrinken? Hinter mir sprudelt die Isar und in diesem Fluss sind ja auch schon einige Leute ertrunken. Keine 10 Pferde würden mich da reinbringen. Wie gut könnt ihr schwimmen? Ganz gut eigentlich. Gut? Ich bin Rettungsschwimmer. Sehr gut. Sehr gut? Ja, schon. Also, ich kann hier schwimmen. Kamst du mal in die Situation, wo du selber für dich dachtest, das war eigentlich nicht mehr so cool? Letztens, hier, da war die Strömung fast so stark wie heute, bin ich zu tief in den Strudel rein und hat es mich dann schon runtergezogen. Deswegen wahrscheinlich das Schild da, Baden verboten. Ja. Ja. Okay. Das ist ein Schild. Ja, das klappt ja mega gut. Aha. Verbote halten viele also nicht davon ab, ins Wasser zu springen. Und weil Seen oder Flüsse häufig nicht von Rettungsschwimmern bewacht werden, ist dort das Risiko zu ertrinken besonders hoch. 2018 kamen 86% der Ertrinkungsopfer in Binnengewässern ums Leben. In Schwimmbädern gibt es Rettungsschwimmer. Aber Schwimmbäder werden immer weniger. In den letzten 10 Jahren wurde in Deutschland jedes 10. öffentliche Bad geschlossen. Und damit fehlt oft die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld Schwimmen zu üben. Weitere Gründe, warum Menschen ertrinken, sind gesundheitliche Probleme, aber auch Leichtsinn, Selbstüberschätzung und Alkoholkonsum. Männer sind übrigens besonders gefährdet im Wasser. Knapp 81% der Ertrunkenen 2018 waren männlich. Würdet ihr ins Wasser springen, um jemanden zu retten? Ja. Könntet ihr das, glaubt ihr? Ja, ich würde es, glaube ich, versuchen. Also hier schon würde ich es schon auf jeden Fall reinspringen. Wenn man schwimmen kann, dann sollte man es versuchen. Die meisten halten sich für gute Schwimmer und einige nehmen die Problematik, glaube ich, nicht so ganz ernst. Und das ist eine ziemlich gefährliche Kombination. Heißt für mich noch mehr üben, um die Leute hier zu retten. Ich sehe mich schon als Bademeisterin. Okay, auf geht's. Läuft besser. Ist immer noch hart und streng. Oh Gott, Feierabend. Heute ist ja Zwischenstand. Ich finde ja, ich bin besser geworden. Die Frage ist, ob das für einen Leistungssportler auch im Bereich des Bessergewordenen ist oder nicht. Hallo. Hallo. Komm. Ganz stark bin ich geworden. Umdrehen, los geht's. Du wirst jetzt gerettet. So. Herr Backhaus, entspannen Sie sich. So, warte. Achso, ich muss dich gar nicht so hochhalten, ne? Nee. Ja, guck mal, wie ein kleines Händchen. Oh, jetzt struggle ich aber schon. Das ist schon fast hinten. Hier, das ist gar nicht. Ich werde nochmal wiederholen. Das letzte Mal waren es 5 Meter. Hast du denn auch selber gemerkt, dass du den Kopf gar nicht so hochhalten musst? Ja. Sondern einfach nur so, dass der Mund und die Nase über Wasser sind. Das reicht ja. Ja. Auf jeden Fall richtig gut. Ja. Man merkt, du hast richtig was gemacht. Ja. Also, bald ist ja der große Test, vor dem ich großen Respekt, wenn ich Angst habe. Was muss ich denn da machen ganz genau? Du wirst in einem Gewässer. Ja. Eine Person in einem Umkreis von 50 Metern retten. 50 Meter? In einem Umkreis von 50 Metern. Das heißt, die Person kann auch näher dran sein. Ja, das wäre gut. Und das heißt, du wirst dann da hinschwimmen und die Person abschleppen. Ja. Und ihr werdet dann hoffentlich beide lebend wieder ankommen. Ja, das ist doch mal ein Cliffhanger. Bleiben Sie dran. Also, Training, Training, Training. Inklusive lästiger Bauchmuskelübungen. Und abschleppen. Ich werde besser. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das anstrengend ist wie Sau, ey. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie ist es, wenn du im See bist und da kannst du nicht mal kurz an den Rand schwimmen? Also, da graut's mir noch ein bisschen. Ja, Mensch, das ist so ein Wetterchen. 15 Grad. Weißt du, was ich will? Jemanden retten. Habe ich richtig Bock drauf. Letzte Tipps. Bleib einfach du selbst. Dann bleib ich draußen. Sei positiv.
optimistisch, also, dass du es schaffst. Mhm. Und behalt die Ruhe. So, ihr seid die Wasserwacht. Ach ja, der Tag. Ihr seid da, um, wenn alles schief läuft, mich oder sämtliche anderen Ersaufenden in diesem See zu retten. Gar kein Problem. Wir haben einen Stand-Up-Paddler dabei, wir haben ein Boot dabei und die werden immer direkt in deiner Nähe sein. Gut für mich und für mein Trainingsopfer Robin. Ja, der hier heißt auch Robin, damit ich mir nicht so viele Namen merken muss. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Jetzt schaue ich mich hier um und habe gehört, wie gut du schwimmen kannst. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es so eine gute Idee war. Cheerio. Cheerio. Ahoi. Er wird ja winken. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das realistisch? Meistens wie sieht nicht, einer nein. Trinken aus? Also meistens trinken die Menschen lautlos, meistens aus Erschöpfung oder ein Kreislaufproblem. Dass sie da noch laut rufen, kommt in der Regel nicht vor. Mhm. Wenn du jetzt auf deinem Handtuch liegst und du schaust ein bisschen aufs Wasser und entspannst und siehst, da geht ein Kopf unter und der kommt einfach nicht mehr wieder, dann würde ich auf jeden Fall einen Notruf absetzen. Also und das, auch dahin? Ja, aber immer zuerst den Notruf, immer als erstes die 112 wählen. Also bei dem See ist ja vielleicht noch ein bisschen überschaubar. Wie ist denn das in so einem Fluss? Da auf jeden Fall auch als allererstes die 112 wählen und auf keinen Fall direkt hinterher springen. Also da muss man den Fluss wirklich sehr gut kennen, muss die Gefahren in dem Fluss auch sehr gut kennen und muss auch ein wirklich guter Schwimmer sein. Hier ungefähr wird Robin gleich abgesetzt, circa 50 Meter vom Ufer entfernt. Die Abschleppstrecke beträgt dann ungefähr 35 Meter. Denn ab hier können wir dann stehen. So, das war das Zeichen. Jetzt geht's los. Robin, bleib ruhig! Normalerweise brauche ich bedeutend länger ins Wasser. Die Idee, dass man da schnell rein muss, war schon die erste Hürde. Oh Gott! Oh fuck, oh Mann! Das Hinschwimmen ging. Und dann ging der Struggle los. Entspann dich. Und jetzt gucken wir mal, wie lange es geht. Du musst da ja mal ganz, ganz. Aua. Die ersten 5 Meter dachte ich, okay, langsam, aber es geht voran, alles gut. Doch schon nach 10 Metern werden meine Beine immer schwerer. Das ist kein gutes Gefühl, wenn man merkt, der Motor versagt. Oh, fuck. Sind wir bald da? Nee, scheiße. Das Problem ist, man versucht zu arbeiten und noch zu machen und man merkt, man kommt aber nicht mehr weg. Und dann kommt die Panik. Und dann geht mir komplett die Kraft aus. Und ich muss Robin loslassen. Oh Gott. Was denn? Oh mein Gott. Ich bin komplett weg. Warte. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ich gebe dich jetzt auf. Schwierig. Halt die mal fest. Alter. So. Alter. Na, zum Glück waren die da. Was? Ja. Ich sag's doch. Wie viel war das denn? Es sieht aus wie 10 cm. Aber insgesamt sind es ungefähr 15 Meter, die ich Robin abschleppen konnte. Ich bin heilfroh, wieder an Land zu sein. Ja, 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 ja. Danke. Ach nee. Ja, genau. Ja. So, Ladies first. Danke. Aber was sagen die Profis zu meinem Rettungsversuch? Rausschwimmen war super. Was ich sehr gut fand, war, dass du mit Robin geredet hast. Das hat ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen beruhigt. Mhm. Also, das Training war natürlich effektiv, aber noch zu kurz, dass du ihn den ganzen Weg hast schleppen können. Und die Kälte, die noch dazu kommt, die zieht deine Muskulatur ein bisschen zusammen. Deswegen verkrampfst du leicht und dann wird es natürlich noch schwerer. Das habe ich gespürt. Das waren nur ein paar Grad weniger im Prinzip, aber hat schon gezwiebelt. Ich hab's auch gemerkt. So ein Mist, ey. Okay, in 4 Wochen jemanden abschleppen mit meinem
Sportstatus war vielleicht ein bisschen ambitioniert. Deswegen, Leute, nur da reingehen, wo es euch auskennt und nur so weit, wie ihr auch selber könnt und so. Und bitte keine Risiken und nicht irgendwo runterspringen, wo es witzig ist oder rausschwimmen, wer am längsten schwimmen kann oder so. Weil ich werde euch nicht retten. Das haben wir jetzt heute gesehen. Das haben wir gesehen. Ja. Ich würde mich eher so als schlechte Schwimmerin nach wie vor einstufen. Aber wie gut könnt ihr schwimmen und würdet ihr euch zutrauen, jemanden zu retten? Das könnt ihr hier mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch das auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat wie mir, dann könnt ihr jemand ein Abo dalassen. Und was eigentlich man machen muss, wenn es eine Lawine gibt, könnt ihr hier sehen. Und da gibt es auch noch ein Video. Das habe ich aber wieder vergessen, weil es langsam wirklich kalt wird.